Ek kruis u in het nomen Jezus Christus en ik wens u iedereen Gottes zegen. Ik wil de verse lezen uit Reema kapitel 2, 12-16, hoe dat zo zijn dit. Denn welche ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und welche unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz gerichtet werden. Denn nicht die Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz ist, so sind diese, wiewohl die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes geschrieben ist in ihren Herzen, indem ihr Gewissen es ihnen mitbezeugt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. An dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Das wird hier wieder, und das wird hier die Tatsache noch nur beschrieben, dass Gott entsprechend von der Erkenntnis von einem Mensch rechten wird. Paulus hat hier zwei verschiedenste Menschen versich. Einmal diejenigen, die ohne Gesetz, die Herren, und diejenigen, die unter dem Gesetz, die Juden. Dort schlägt ein jeden an. Bitte diejenigen, die wurde zu der Gemeinde Gottes gehören. Dort wird diese Menschheit beurteilt worden. Also, wo sie gelebt haben, tun und das Gott handeln. Diejenigen, die ohne Gesetz gesündigt haben, die wurden auch ohne Gesetz verloren gehen. Dort heute nicht, dass sie ohne Gesetz gerecht wurden. Vielmehr wurden sie ohne Gesetz verloren gehen. Sie wurden nur dem gerecht worden, was Gott ihnen offenbart hat. Sollen sie nicht entsprechend dieser Offenbarung leben, dann wollen sie auch verloren gehen. Wer unter dem Gesetz gesündigt hat, der wird durch das Gesetz gerecht worden. Und wer am nicht gehorcht hat, der wird auch verloren gehen. Das Gesetz verlangt vollkommenen Gehorsam. Das Gesetz bloß zu haben, das regt nicht gut. Das Gesetz verlangt einen völligen und ständigen Gehorsam. China wird aus dem Reich angesehen, bloß weil er weit wird im Gesetz steht. Der einzig feststellbare Weg für die Reichsfolgung unter dem Gesetz, dass wir dort in der ganzen Gesamtheit des Gesetzes vollkommen zu holen. Doch jedoch alle Menschen sind die Sünder. Und dort ist unmöglich, dort zu tun. Denn wenn Schrift des falsch euer von einer Feststellung aus Wort, dort die Menschen unmöglich sind, dort den Gesetz zu holen. Das Neue Testament lehrt ganz ausdrücklich, dass es für den Menschen unmöglich ist, durch die Befolge von dem Gesetz geraten worden. Apostelgeschichte 13, Römer 3, Galater 2 und so weiter. Da wird niemals und das wird auch niemals Gottes Aufsicht, dass das Gesetz jemand raten soll. Selbst wenn ein Mensch das Gesetz von der an in seinem ganzen Leben holen kann, wird noch immer nicht, dass er reich vorig wird, weil Gott auch seine Vergangenheit durchschicken wird. Also, das sagt ja nicht bloß ein Täter, das Gesetz hält uns dann reich vorig zu werden. Denn wir müssen das hier verstehen, dass das Gesetz gehorsam fordern wird. Wenn irgendjemand von dem Tag, oder von dem Tag, von seiner Geburt an, vollkommen gehorsam ist, oder wir, dann wird er reich vorig. Doch dort kann China nicht. Keiner von uns kann sagen, ich habe von klein, bis nu, wo ich gelebt habe, noch niemals einen Fehler gemacht im Gesetz. Ola habe ich gesündigt. Und diese Phasen, die wiesen uns hier ganz dreckig, weil wir erfahren haben, dass Heiden, die ohne das Gesetz sündigen, auch ohne dort verloren gehen wollen. Nun erklärt Paulus, dass den Heiden das Gesetz, wo er nicht gegeben ist, soll doch ein ungeborenes Weiten am Gott und Beuys haben. Sie wollten dort von ihr Verstand her, dort er falsch ist zu lehen, zu stehlen, Eierbruch zu begonnen und zu morden. Das einzige Gebot, das sie nicht erntliche Jefe, das wird das Sabbatgebot. Das wird mehr bloß ein Ritualgebot, eher aus einer moralischen Verpflichtung. Sie bewiesen, sagt Paulus hier in verfehlenden Falsch, dass das Wort von den Gesetzen in ihren Horten geschrieben ist. Nicht das Gesetz ist in ihren Worten geschrieben, sondern das Wort von dem Gesetz. Das Wort von dem Gesetz eigentlich im Leben von den Israeliten verbringen soll, wird nur im gewissen Mut im Leben von den Heiden erkennbar. Nehmen wir einmal zum Beispiel. Sie wissen, dass das Reich wir,
de elderen te ere. En dit wies dat het woord van het gezaten erhoorten geschreven is. Ze weten ook dat gewisse dingen grundsätzlich falsch zijn. Je gewissen dit en evafieren met dat. En daarin is het gezaten erhoorten gegeven. En daarin kan zich geen mens entschuldigen. Wie hand het alle als ons dat hem hoort en gelacht. De saast in de fire zegt ons hier, en Paulus leitet hier vor, wenn die Menschen ohne Gesatz und die Menschen ohne dem Gesatz gerecht wurden, und du belehrt uns das Falsche noch eine letzte Wahrheit hinsichtlich auf das Gerecht Gottes, die Tatsache, dass Gott auch das Verborgene von dem Mensch, nicht bloß dort, wo in der Öffentlichkeit begonnen Sünden gedungen hat, dort berücksichtigen wird, also durchschicken wird. Der Sinn, der gegenwärtig noch verborgen ist, der wird ein Tag ganz aufbohren beim Gerecht, am großen weißen Thron. Jesus Christus wird dann der Rechter sein, weil der Vater am dort Gerecht übergeben hat. Johannes 5,22. Wenn Paulus hier noch sagen wird, nur mein Evangelium, dann meint er, so liert mein Evangelium. Mein Evangelium bedient dort von Paulus die Predigt der Evangelium, und dort wird dasselbe, was auch all die anderen Apostel verkündigen deuten. Was will uns das Ausschnitt sagen? Bloß zu weiten, was in der Bibel geschrieben steht, merkt uns nicht ein Christ. Ein Christ, ein gläubiger Mensch, merkt uns dort zu befallen, was wir in der Bibel weiten. Also zum Glauben kommen an Jesus Christus und uns bekehren. Und so wird es auch. Die Menschen, die das Gesetz wüssten, wurden nicht durch das Gesetz geraten, sondern durch das Gesetz deuten und evaluieren, dort sie ein Radar brücken deuten. Und dass der Satz es in jedem Mensch im Hort gelegt, dass er weit tun ja Schäden, was gut und was arreich ist. Möcht Gott uns du besegnen. Wollen wir noch beten. Lieber Herr Jesus, danke für das Gesatz. Danke, dass er uns überführen wird, dass wir unvollkommen sind. Danke, dass du dort vollkommen die Höhle hast und dass du dort erfällt hast und tritt zu Golgatha, damit wir in die Ewigkeit leben können haben. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.